News und Talks für Gebildete. Den heutigen Tag solltet ihr widmen dem Thema Cradle to Cradle, intelligente Verschwendung. Also bei YouTube das Video einfach eingeben, Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege, also Cradle to Cradle, intelligente Verschwendung. TU for Future, Professor Michael Braungart, EPEAHH, also H für Hamburg wahrscheinlich. Und veröffentlicht wurde das Video von den Fridays for Future Braunschweig und Gastgeber war ja die Technische Universität Braunschweig, also TU for Future, Technische Universität für Braunschweig, also da war YouTube. Das ist eines der wenigen Dinge, die man mal empfehlen kann, weil auch viele von den zweiten Scientists for Future oder einige von den zweiten Scientists for Future in diese Richtung schon seit Jahrzehnten denken. Also so eine der Schlüsselfragen ist, warum sind wir eigentlich so bescheuert? In der Natur ist es so, dass sich jeder Löwe nach seiner Mahlzeit unter einen Busch legt und irgendwo sein Geschäft verrichtet und seine Exkremente wieder in die Natur zurückkommen und der Baustoff für die Pflanzen sind und für die Natur und so weiter. Dann wird das wieder von Pflanzenfressern gefressen und dann werden die Pflanzenfresser wieder vom Löwen gefressen und der scheidet das dann wieder aus. Oder da wäre ja der Mensch wahrscheinlich eher ein veganes Lebewesen ist, sind wir eher wie die Pflanzenfresser. Aber im Prinzip, wenn wir unter einem Fruchtbaum stehen und essen und dann unsere Ausscheidungen da lassen, dann ist das natürlich der ideale Dünger für einen Kreislauf geschehen, denn der Baum kriegt ja genau im Prinzip so ähnliche Baustoffe wieder zurück, wie wir ihm entnehmen. Und das ist eigentlich die einzige evolutionsbiologisch sinnvolle Form der Kreislaufwirtschaft und der Ressourceneinsparung. Und Professor Braungart hat so eine ganz charmante Art, knallharte Wahrheiten auszusprechen, so mit einem Lächeln im Gesicht und ganz charmant äußert er auch vernichtende Kritik an unseren Universitäten, also unsere kapitalistischen Universitäten oder sozialmarktwirtschaftlichen Universitäten haben ja in vielerlei Hinsicht nicht viel mit Wahrheitssuche zu tun, sondern mehr mit Geschäftsförderung für Konzerne zu tun und sind deswegen sind ja die zweiten Scientists for Future 2 leider so die einzige große Hochburg der Wahrheit sozusagen in der Welt. Und er spricht aber auch mit seinem Lächeln im Gesicht ganz humorvoll über die narzisstische Jugend, die glaubt, so toll zu sein, ist es aber nicht sozusagen. Bei der Jugend habe ich den Eindruck, man hat vergessen, das, was einige von uns noch früher wussten, dass man sich erstmal hart und erstmal konzentriert und fleißig in die Naturwissenschaft einarbeiten muss, bevor man anfängt darüber zu reden, man wüsste irgendetwas über die Welt. Gut, dazu kann ich also nur noch mal anregen, Leute, studiert alles rund um die, alle Videos und Texte rund um die zweiten Scientists for Future 2. Das ist das Buch der Wahrheit schlechthin. Und ohne Naturwissenschaft können wir die Welt nicht verbessern und nicht verändern. Professor Braungart spricht dann auch wieder so immer solche Floskeln wie es ist eine Dummheit oder der Mensch ist nur zu dumm dafür und so weiter. Ja? Und das ist leider die Wahrheit, Leute. Entweder wir strengen unseren Geist, wir können ja jetzt nicht einfach sagen, wir wollen jetzt mal alle intelligenter werden, das geht so einfach nicht. Ne? Mehr Sport sorgt für mehr Intelligenz, mehr Musik sorgt für mehr Intelligenz, gesündere Nahrung sorgt für mehr Intelligenz, aber so leicht ist es da nicht wirklich nennenswert, den IQ hochzufahren. Wir müssen uns einfach mal anstrengen, liebe Fridays for Future, liebe Greta Thunberg, liebe Luisa Neubauer, Sie müssen sich erstmal ernsthaft mit Wissenschaft beschäftigen. Und ich kann Ihnen sagen, nur Naturwissenschaft ist der Schlüssel zur Lösung des Problems. Es gibt keinen anderen Lösungsschlüssel. Also insofern, Cradle to Cradle ist sozusagen das Einzige, was einen naturwissenschaftlichen Touch hat, also was klug genug ist, um von uns jetzt nicht verurteilt zu werden, sondern mal
Ja, also wirklich als interessante Empfehlung geäußert zu werden. Also, und Fridays for Future und Greta Thunberg, ihr müsst euch anstrengen, ihr müsst alles geben, denn da wir schon 150 Milliliter im Durchschnitt Gehirnvolumen verloren haben in den letzten 40.000 Jahren, müsst ihr das wenige, was wir leider nur noch an Gehirn übrig haben, müssen wir nutzen, um doch noch die Wende der Menschheit zu schaffen. Das naturwissenschaftliche Wissen ist da, nur ihr habt es noch nicht im Kopf. Also ihr müsst es im Kopf haben und müsst es verstehen, sonst wird das nichts, ja? Denn nur ihr habt Zugang zu den großen Massenmedien und ihr seid im Moment die mächtigste Instanz zum Thema Weltverbesserung. Alle anderen haben nicht den Zugang zu den Großmedien wie Greta und Luisa und so und Co. sozusagen. Wenn ihr es nicht tut, wird es keine Weltverbesserung geben. Und wenn unser Gehirn erstmal wieder bei 1200 Milliliter runtergeschrumpft ist, dann werden wir im dunklen Tal der kapitalistischen Kriege versinken. Und dann werden wir sowieso alle nur noch leiden und Elend haben. Ja? Alles klar. Bis bald. Tschüssi. Also, YouTube, Cradle to Cradle, intelligente Verschwendung, TU for Future, Professor Michael Braungart, EPEA, Hamburg, haha. Von den Fridays for Future Braunschweig bei YouTube. Tschüssi!